wo ich den Anruf von der bekommen habe von der Polizei, dass mein Sohn schwer verunglückt ist. Und ich da angekommen bin, dass er dann eben im Koma liegt und dass die Welt sich total verdreht hat. Der war 17, hat gerade angefangen, das Leben zu genießen, kam aus der Schule, hat sich gefreut. Das Schild stand noch drauf, hurra, die Schule ist zu Ende. Das war zum Beispiel so das, was so schlimm ist. Und dann die ganzen Jahre natürlich versuchen, einfach das zu überleben mit unserem Sohn. Und ihm dann eine Stütze zu sein, ist natürlich, wenn man selber gesundheitlich angeschlagen ist, ist schon schwierig. Unser Sohn hat einen Sauerstoffmangel bekommen am Unfallort. Und durch den Sauerstoffmangel sind Gehirnzellen abgestorben. Und das heißt also, die Arenale, die sind nicht mehr richtig da und die funktionieren dann auch nicht mehr. Und wenn zur Wachkummerzeit, zu Anfang, wenn man im Wachkummer sich befindet, kann man sich wieder regenerieren. Aber es muss dann ganz sehr früh, Remissionsphasen gibt es. Dann kann man hingehen und sagen, da ist eine Chance. Es gibt auch Leute, die machen Fortschritte. Also wenn ich jetzt unseren Sohn sehe, der macht ganz kleine Fortschritte. Der, wenn ich mit ihm spreche, dann dreht er den Kopf in meiner Richtung. Das macht er aber nicht automatisch, so wie man das so, wie so ein Roboter, sondern er hatte Schlaf-Wachrhythmus hat er. Das haben wir schon mitbekommen. Eine Ärztin hat mir gezeigt, wie man Patty abhört. Und ich habe ihn dann abgehört. Dann sage ich, Patty, jetzt atme mal. Da hat er es gemacht. Da habe ich gedacht, oh, guck mal, ob es nochmal macht. Ja, und das hat er dann auch nochmal gemacht. Auf mein Kommando hin hat er das gemacht. Das ist unsere Kommunikation. Mach mal so, Peri. Unsere Kommunikation, wenn ja, wenn was nicht passt. Okay. Ich bin Logopäde, das heißt, ich habe mit Kommunikation zu tun und wenn die Voraussetzungen für eine ideale Kommunikation nicht gegeben sind, muss man an verschiedene einzelne Elemente arbeiten, wie zum Beispiel die Atmung, das Schlucken, Blickkontakt, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung. All diese Bereiche werden auch mit in der Logopädie gefördert. Auch da kann es mal vorkommen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass irgendwas druckt, dass eine Decke falsch eine Falte hat und unter der Haut etwas stört, dass ihm im Magen etwas nicht gefällt und dass solche Art von Probleme oder Störungen wäre natürlich schön, wenn ihr da auf irgendeine Art das äußern könnte. Und das kann er durch Geräusche machen oder unruhig sein. Und auch das ist Kommunikation. Weil darauf reagiert man dann. Eine schlimme Begebenheit war auch, wie Patrick, wie ich das hier hatte, wie mein Mann mit dem Hund spazieren gegangen ist, also rausgegassi gegangen ist und Patrick auf einmal Blut gespuckt hatte, dunkles Blut und das war wie so ein Film, wie so ein Horrorfilm. So etwas habe ich noch nie in der Natur gesehen. Man fängt an zu schreien, man versucht Hilfe zu rufen und das habe ich auch gemacht. Die sind dann, haben Patrick dann im Krankenwagen gebracht und man muss damit rechnen, dass er es nicht dahin bis hin geschafft hat. Also es gab Situationen auch in Kliniken, wenn er operiert werden musste jetzt, die schweren Operationen, musste es unterschreiben, 8 Stunden. Ja, man hat uns gefragt, ob ihn wiederbeleben sollen oder nicht. Und diese Frage Eltern zu stellen, das war ganz, ganz schön schwierig. Das sind so Phasen, die wir mitgemacht haben mit Patrick. Patrick geht, seitdem er zu Hause ist, immer stetig besser. Er ist stabiler. Das heißt, er hat nicht mehr so viel nachts wieder so Schweißausbrüche, wie er schon mal hatte. Schlimme ist, man darf sich nur nicht daran gewöhnen, dass es ihm besser geht, weil er dann irgendwann nicht mehr da sein wird. Das ist das Schlimmste. Aber Patty geht es eigentlich besser.
dadurch, dass wir die Freiheit genießen können, mit ihm mal irgendwo hinzufahren, mit ihm mal was zu machen. Für das Fahrrad kriegst du natürlich eigentlich ein Auto. Aber ich wollte nicht unverschämt sein. Ich war dankbar über das Fahrrad, was wir bekommen haben. Und dann haben wir Paddy auf dem Fahrrad gefahren. Das war ein Highlight, weil er früher immer Fahrrad gefahren ist. Dann war der am Jauchzen und war am, ja, da war das Bild, da sieht total toll aus. Wenn Paddy was passieren sollte, das Fahrrad dürfte nicht verkauft werden. Das dürfte nur wieder an jemanden gehen, der kein Auto hat, der auch kein Geld hat, der das pfleglich behandelt. Das soll so ein Wanderpokal für Paddy werden. Wir sind da gewesen und Patrick hat das Mammut gesehen. Und die hatten extra uns einen Platz reserviert. Der Secret Service hat uns da betreut. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Da sitzt unser Patrick. Prima, extra eine Rampe für Patrick, direkt an der Eisfläche des Mammuts. Und die sind dann aus der Sicht von unserem Platz aus und da ist das Mammut. Und dann haben die das extra so gemacht, dass die bei uns vorbeilaufen konnten. Aber man macht eine Gratwanderung, links und rechts. Und Schlimme ist nur, dass man den alleine gehen muss, weil Menschen, die halten das nicht aus. Die halten den Druck nicht aus, die Psyche nicht aus. Jetzt ist nur noch mein Mann und mein Mann, der da hinten steht bei Paddy. Wir sind alleine eigentlich, außer Gott ist unser, wir sind gläubig. Unser Gott ist auch da, aber menschlich fehlen uns Menschen, die uns so nehmen, wie wir sind, mit allen Macken, die wir haben, die haben wir nun mal. Ich denke, dass wir, man muss aufpassen, dass man nicht ungerecht wird. Im Moment kann ich das sehr schlecht ertragen, weil alles wieder hochkommt. Und sonst, ja, ich unterstütze meine Frau für diese Aktion. Und mal schlechte und gute Tage. Ja, das Problem ist, man läuft immer zu Türen ein. Jetzt versuche ich den Unfall, den wollte ich schon immer aufrollen. Nur ich hatte erst noch keinen, der mir mitgeholfen hatte. Jetzt habe ich den Anwalt Anker und der rollt den Fall auf. Das ist ein Medizinrechtler. Und wir wollten auch nie an der Öffentlichkeit gehen, aber jetzt ist es schon wichtig, weil wir stellen fest, wir kommen nicht weiter. Wir gehen auf dem Zahnfleisch, mein Mann und ich, wir sind ziemlich auf. Hallo, hallo, der Paddy ist da. Hallo, 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 hallo. Ja, davon hängt es ab, wie der Unfallhergang, dass man beweisen kann, war da einer mit dem Spiel, Patrick war ja nun mal auf der anderen Seite, aber ist einer von vorne gekommen, musste Patrick jemanden ausweichen, dass wir einfach nur Leute haben, die sagen, ich habe es gesehen, ich war dabei oder ich konnte sehen, das war noch jemand, mein Sohn ist ausgewichen, der andere konnte zwar nichts für, aber es ist wichtig für uns, das hängt da dran. Dann kann man weitergehen, dann kann man sagen, halt stopp, jetzt kann man bei der Berufsgenossenschaft sagen, es war noch fremd oder es war noch was im Weg. Wenn wirklich ein Verursacher da ist, kann man es nicht mehr verfolgen, weil es verjährt ist. Aber uns kommt es jetzt darauf an, dass die BG das übernimmt. Dass vielleicht kann ich damit meinen Sohn mal in Kur fahren. Dann würde Patrick vielleicht doch noch bessere Sachen genießen, die er jetzt nicht hat. Weil jetzt kraxeln wir wirklich alleine rum. Ich habe ja schon Leute angesprochen. Und finanziell ist klar, Paddy muss finanziell abgesichert sein. Wenn uns was passiert, wie geht es dann weiter mit ihm? Und deswegen machen wir diesen ganzen Aufwand. Es ist sehr schwer und erzählt immer wieder, was ist passiert. Ich bin dankbar dafür, dass Leute unsere Flyer aufhängen. Ich bin dankbar dafür, dass sie uns zuhören. Aber es muss auch was bewirken. War das
Haben sich sehr viele positiv geäußert. Es haben sich sogar Schulkameraden, was ich total toll finde, gemeldet. Aber es ist doch schön, dass man Patty nicht ganz vergessen hat. Dann hat sich jemand gemeldet. Noch einer, aber da möchte ich noch nicht drüber sprechen, weil wir suchen ja noch Mitwirkende, die dann was gesehen haben. Gibt es nicht Mütter, Väter, Kinder, die es gesehen haben, weil der Helm ist verschwunden, der ist nicht mehr da. Der ist, wir wissen nicht, was da passiert ist. Und unser Sohn kann es leider nicht mehr sagen.